ruhig. Ist das dunkel? Hallo, könnt ihr mich sehen? Wir haben 6.52 Uhr beim Wecker auf 6.50 Uhr gestellt. Und ja, heute zeige ich euch ja meine Fall-Winter-Morgenroutine. Das sucht sich aus. Und ja, genau, ich stehe jetzt gleich auf und dann mache ich mich also fertig, wasche mein Gesicht und so. Und ja, meine Haare sehen gerade so aus, als wäre ich in so ein komischer Römer oder so. Aber ich habe die so aufgedreht, dass ich ein paar Locken habe. Ich glaube, ich nehme noch eine Minute hin, dann stehe ich auf. Vielleicht. Oh, mache ich meine Schlafbrille noch auf. Das lasse ich nicht so. Jetzt gehe ich auf Klo. Tschüss. Okay, als erstes wasche ich mich jetzt, damit ich ein bisschen wach werde. Ich benutze aber morgens immer nur so einen normalen Waschschaum. Hier, der ist von Alverde, von DM. Der ist eigentlich gut. Und was mache ich dann? Dann nehme ich immer noch so ein Rebalance Serum hier. Hallo, kannst du das nicht mal schaffen, deine Kamera? Och Mann, Kamera ist auch noch zu mir. Genau, das hier nehme ich immer. Und ja, das war es dann auch schon, weil ich meine Skincare morgens mache. Ich mache abends eher so Skincare-Sachen. Jetzt gehe ich mich anziehen. Mal gucken, was ich überhaupt anziehe heute. Sorry für das Chaos hier. Ich habe einfach alles da reingeschmissen. Aber ja. Ich glaube, ich ziehe meine blaue Jeans an. Hier aufgehangen. Die mag ich gerne. Ups. Tada. Daumen hoch an die Leute, die schaffen, sich die Klamotten abends rauszulegen. Ich schaffe es manchmal auch. Ich schaffe es. Aber nicht immer. Und gestern war so ein Tag, da hatte ich einfach gar keinen Bock. Ich dachte mir so, ja, guck einfach morgen, was du anziehst. Okay, jetzt mache ich meine Haare hier auf. Ich habe die ja so aufgedreht, damit ich so Wellen oder Locken habe. Sieht nämlich immer schön aus. Okay, ich kenne die jetzt einfach ein bisschen durch, dann werden die noch so ein bisschen voluminöser. Das sieht besser aus. Tudu! Also, hier ist mein Pullover, meine Haare. Ich kenne die gleich nochmal durch. Wir müssen sie erstmal ein bisschen aushängen hier. Und ich habe meine Jeans angezogen und meine tollen Pantoffeln. Und guck mal, was mir gestern passiert ist. Mein Nagel ist einfach abgebrochen. Ich schmink meine Augen gleich noch ein bisschen, aber ich muss erstmal eine Kontaktlinsen reintun, weil sonst kommt das mit der Wimperntusche so doof, weil dann kommt der ganze Wimperntusche in mein Auge rein. Aber ich mache das nach dem Frühstück, damit ich die nicht so lange drin habe, weil ich habe die ja bis 16 Uhr drin. Jetzt mache ich erstmal mein Rollo hier hoch. Boah, guck mal, wie beschlagen meine Fensterscheibe ist. Love you. Okay, komm mit, wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Wo ist denn die Lindy-Maus? Da bist du! Hallo, Mäuschen! Hi! Na, du? Brötchen mach ich. Hallo. Meine Mama hat schon hier Brei gemacht. Porridge meine ich. Ich sage immer Brei dazu. Wir essen beide immer Porridge.
Und ich tue mir gleich noch so ein bisschen Blaubeeren drüber. Hier ist die Spezialmischung von meiner Mama drin. Die tut ja mal Leinöl rein. Frag mich, wofür das gut sein soll. Dann Hanfsamen und Mandeln. Und dann kommt das Porridge drauf. Hallo, Papa. Morgen. Ich wollte dir schreiben. Okay. Ich tue mir jetzt noch dieses Choco Crunch hier drüber. Schmeckt das noch leckerer. Wenn da so kleine Schokostückchen drin sind wie hier, dann schmelzen die in den Warmen. Das ist so geil. Und jetzt packe ich immer mein Frühstück ein und mein Mittagessen. Ich habe mal so ein Video gemacht, What's in my Lunchboxen for a week. Könnt ihr gerne auf das i hier oben klicken, dann könnt ihr es anschauen. Ich nehme hier meine Brotdose mit. Das alles in so eine Frühstückstasche rein. Das passt nicht in meinen Rucksack. Ich bringe das mal eben an die Tür und dann gehe ich wieder ins Bad in mein Zimmer, weil ich muss meine Kontaktlinsen, oh mein Gott, meine Kontaktlinsen mal reintun. Und dann kann ich mich auch weiter fertig machen. Guck mal, hier wartet schon der Kater. Hallo Mäuschen. Hallo. Ach, wie süß. Willkommen zurück in meinem Badezimmer. Okay, mit so einer Kontaktlinsen, dass wir hier raus sind. Und manchmal kann es sein, dass ich gleich einen richtigen Niesanfall bekomme, wenn ich meine Kontaktlinsen reinmache. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist fast immer so. First Step, Hände waschen. Nein, meine Seife ist leer. Voila. Jetzt kämpfe ich noch mit meinen Augen dran. Irgendwie sehen die immer so durcheinander geworfen aus. Das ist einfach so. Und dann bin ich fertig. Ich tue noch so ein bisschen Augenbrauen gehen. Das mache ich auch manchmal, aber nicht immer. Aber heute mache ich es für euch. Ich benutze das hier. Das ist von Benefit. Da steht drauf, hier sind schon Brow-Setter. Das finde ich ganz gut, dann halten die so ein bisschen. Und hier frage ich euch meine Augenbrauen nach und irgendwie mache ich fast gar nichts mit denen. Also ich mache da irgendwie nichts mit so einem Augenbrauenstift. Ich stehe einfach nur so ein bisschen hoch. My final look. So sehe ich aus. Mehr mache ich jetzt nicht. Dann bin ich fertig. Oh no, ich habe meine Kette vergessen. Nee, ist die hier. Gelbe Smiley-Kette. So, ich glaube, Ohrringe ziehe ich keine an, weil sonst sieht man das eh nicht unter meinen Haaren. Vielleicht holen wir jetzt immer noch Ringe. Ringe sehen immer schön aus. Hier ist mein Favorite. Den mag ich gerne, der hat so ein Steinchen dran. Ziehe ich immer an. Tut, falscher Finger. Ich komme nicht dran. Okay, der ist von Pure Lace, glaube ich. Ich ziehe noch den Ring an, der ist auch schön. Ich glaube, der war von... Tut. Stelle ich eben hier ab. Ich glaube, der war von Stradivarius oder so. Tada, fertig. Ich muss meine Uhr anziehen. Die hier an die Ladestation gemacht. Ich hatte die immer über Nacht, damit die am nächsten Tag auch voll ist. Es ist jetzt genau 7.44 Uhr. Noch ein bisschen Zeit. Und guck mal, draußen ist der Poolboy. Im Spanier ist kalt. Der hat schon seine fette Winterjacke angezogen und seine Kapuze auf. Und eigentlich ist es gar nicht so kalt. Aber ich werde nicht vergessen. Jetzt direkt mal rein. Ich habe Deo vergessen. Okay. Ich habe noch ein bisschen Duft. Das ist so Sparkling Hair and Body Mist. Das ist auch für die Haare. Das finde ich cool. Das ist von Rituals. Das riecht so geil. Ich lasse einfach mal einmal hier in den Raum. Dann laufe ich einmal durch. Dann geht es auch in die Haare rein. So, und was mache ich jetzt? Jetzt bin ich eigentlich fertig. Mein Bett habe ich halt immer nur, wenn ich noch Zeit habe. Sonst muss ich das nach der Schule machen. Zähne putzen! Wenn ich komplett raus. Ich habe vergessen, meine Zähne zu putzen.
So, ich bin dann auch mal fertig. Und jetzt gehen wir mal in die Küche und nehmen meinen Ranzen mit. Weil ich muss noch meine Zahnspange holen. Darauf vergesse ich die, das wäre sehr blöd. Oh, boah, ist mein Ranzen so schwer. Ich habe heute zwei College-Blöcke mitgenommen. Wir schreiben heute einen Englisch-Vokabeltest. Dafür lerne ich gleich durch nochmal im Auto ein bisschen. Ich habe die Vokabeln auf mein Handy eingetragen. Tschüss, Minnie Maus. Oh. Oh, stupid. Hallo. Aua, lass mich kotzen. Scheiße, ich muss mir noch Socken anziehen. Ich habe gar keine Socken an. Die ganze Zeit meine Schlappen hier gezogen. Mann. Boah, also morgens Film. Und hallo Papa, wir werden fertig machen. Das ist echt nicht einfach, Leute. Aber ich mache das für euch. Ich schaffe das. Okay, in 5 Minuten muss ich im Auto sitzen, aber ich nehme jetzt einfach schnell irgendwelche Socken mit. Wo ist eine andere Seite davon? Scheiße, hier. Socken. Da bin ich fertig. Scheiße, heute haben wir Mathe, da darf ich nicht zu spät kommen. Meine Lehrerin hasst, wenn wir zu spät kommen, Mathe. Die Maske noch, packe ich in meine Tasche. Immer so um 5 vor 8, 8 los. Kommt drauf an, wann ich fertig bin. Und dann muss ich so um 25 Uhr da sein, weil zum Beispiel schon so 22 Uhr da ist. Meine Schule fängt eigentlich erst um 8.30 Uhr an, aber irgendwie klingelt es um 8.25 Uhr. Dann gehen wir dann alle rein. Genau. Nimm euch. Und Linda hat den Kater entdeckt. Falls es regnet, habe ich auch eine Kapuze. Okay, los geht's. Hallo Papa. Und Papa, freust du dich auf den Tag heute? Papa ist gerade etwas genervt, total, weil vor uns fährt so ein Zuckerauto. Ein Mikrocar. Eine Katastrophe auf Rädern. Ja, wir tuckern da jetzt hinterher. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich mache noch ein Outfitbild für Anni. Anni, ich schicke uns immer Outfitbilder, was wir anhaben. Letztens hatten wir genau den gleichen Pullover an, den wir uns, als sie hier war, zusammen gekauft haben. Und ich mache ein Bild. Ein wunderschönes Bild für Anni. Und dann haben wir beide den gleichen Pullover an. Schicken wir ihm das Outfitbild. Ich glaube, sie ist aber schon in der Schule, weil sie hat früher Schule als ich. Aber, ja, nein, meine Batterie ist leer. Hilfe, was mache ich denn jetzt? Oh, die Sonne geht auf. Okay, ich muss mich beeilen, dass meine Batterie nicht gleich leer ist und ich dann nicht mehr filmen kann. Wir fahren jetzt noch 12 Minuten, dann sind wir da. Und ich glaube, ich mache jetzt gleich mal das Outro, weil ich habe echt Angst, dass meine Kamera dann gleich einfach ausgeht und ich dann nichts habe. Aber ja, es war ein bisschen stressig, jetzt heute vor der Schule noch zu filmen. Aber ich habe es hinbekommen. Ich saß pünktlich im Auto mit Papa. Mhm. Und ja, wir sind auch pünktlich gleich da. Hat aber auch irgendwie Spaß gemacht, so eine Morgenroutine für euch zu filmen. Dann gehen wir einen Daumen nach oben da lassen, weil ich noch irgendeine Routine da machen soll oder so. Und dafür, dass ich heute so früh aufgestanden bin für euch. Sonst stehe ich eigentlich immer später auf. Aber ich mache euch noch eben das Shoutout of the Day. Na, Chat, wo habe ich es denn? Hier, heute grüße ich bei die Zoe. Sie hat geschrieben, hey Mavi, könntest du mich vielleicht in einem deiner nächsten Videos grüßen? Ich verfolge dich schon sehr lange und du bist einer meiner Lieblings-YouTuber. Ich freue mich immer mega nach der Schule dein neues Video anzuschauen. Ich bin auch noch heute erstaunt, wie viel du dir in den letzten Jahren aufgebaut hast. Vielen lieben Dank für deinen lieben Kommentar, Zoe. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und es freut mich, dass du immer dich freust und du meine Videos angucken kannst nach der Schule und so. Und ja, ich versuche jetzt auch immer 2 Videos die Woche zu schaffen. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht, aber ich gebe mein Bestes. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Boah, man sieht ja echt gar nichts mit der Sonne. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst sehr gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und wenn ihr jetzt sehr gerne... Oh nein, warum ist das denn jetzt leer? Schade, jetzt müsst ihr beim Handy vorlieb nehmen. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und abonniert sehr gerne meinen Kanal. Aber sag mal tschüss. Tschüss. Tschüss Leute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.